Messe, Freunde. Heute mal mit einer Vorstellung meiner größten Messer, die aktuell in meiner Sammlung sind. Alle so 20 cm aufwärts in der Klingenlänge. Und ich will noch nicht lang rumreden. Fangen wir einfach mal an. Beginnen wir mal mit diesem Anton Wingen Othello Remington Bowie mit Hirschhorn Griffschalen. Gute 20 cm die Klinge mit dem geriffelten Rücken. Das ist so der Beginn der 20er Liga. Dann haben wir hier ein Siberian Skinner von Schneidteufel Ewerts aus Solingen, auch mit Hirschhorn Rolle mit dem verschraubten Erl im Knauf und mit einem Doppelgard in dem Fall. Dann geht es weiter mit einem komplett handgemachten Messer. Sehr schön gemacht. Mit Filework. Mit dem ganz kräftigen großen Kugelgard. Mit dem schönen Hirschkronenabschluss. Sehr schön gemacht. Dann haben wir hier ein Messer aus der Reihe, ja, auch Handarbeit, Custom Messer, Jerry Romanchuk und Janus Paslak oder Pavlak. Jedenfalls Leute, die ihre Wurzeln in Polen haben. Der Survival-Mensch Jerry Romanchuk ist auch bestimmt vielen bekannt. Sehr schönes Messer. Tja, dann geht es weiter hier mit dem Michael Freund, handgefertigten Bowie, dem einseitigen Guard und dem ganz aufwendig gestalteten Griff aus verschiedenen Materialien, Holz, Hirschhorn, Leder etc. Wiederholt sich nochmal und diesem Abschlussplättchen auch aus einem Holz. Sehr schön gemacht. Mit Schmiederesten auf den Flanken. Dann kommt hier das Messer vom Hank Nerford mit Spearpoint-Klinge und Knochengriffschalen mit dem ovalen Parierplättchen. Auch komplett handgemacht. Dann eines meiner schönsten, besten und auch mit Sicherheit teuersten Messer vom Wolfborger, das Reason Bowie. Dann nochmal ein frühes Western W49 Bowie aus den 60er Jahren. Dem charakteristisch großen S-Guard und den Echtholzgriffschalen, noch nicht mit den Schichtholzgriffschalen. Dann haben wir hier dieses besondere Messer von Blackjack. Japan-Fertigung, eines der Messer, die es offiziell gar nicht gibt,
womöglich. Dann hier das Bücker Magnum Japan Fertigung von Sakai. Der schönen ballig geschliffenen Bowie-Klinge und dem Kunststoffgriff. Dann hier das Gorbor Utility oder Australian Bowie, noch aus Portland Fertigung mit Coffin Handle Kunststoff, dem schön gestalteten Guard und der beschichteten Klinge. Die ist ja auch ultra stark. Das dürfte vom Rücken her eines der stärksten Messer hier sein. Dann haben wir hier das Horst Schramm Bowie. Auch ein handgefertigtes Messer. Bei dem ist der Griff die Besonderheit. Eine Full-Tank-Konstruktion, schön verborgen in einem riesigen Hirschhorn-Griff. Hier mit der Rose, diesem Stück am Anfang oder am Ende, je nachdem wie man es sieht vom Geweih. Ja, dann zu Besuch ist aktuell das Sword von Temsky Bowie. Das wollte ich dann auch mal direkt mit in die Kamera halten. Das passt ja dann dazu. Ist leider nicht in meiner Sammlung. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall sammelwürdig und wird gut in meine Sammlung passen. Und dann habe ich hier noch ein taiwanesisches Tanto. Allein von der Größe habe ich es mal dazu genommen. Ist nicht ein so hochwertiges Messer. Aber in jedem Fall auch eine schöne Klinge. Jo Leute. Das war's dann wieder mal. Ich hole noch eine Überraschung. Einen Moment mal. Ja, Leute, und das habe ich euch noch geholt. Das ist dieses echte Kampfmesser aus dem Ersten Weltkrieg von den russischen Kampfeinheiten. Armeeangehörigen, ein zweiseitig geschliffenes Kinnschal. Hat auch noch einen anderen Begriff, ist mir jetzt im Moment nicht mehr geläufig, müsste ich nochmal nachschauen. Das ist natürlich ein Hammerteil. Nur mal so zum Anschauen. Und da komme ich nicht mehr mit 20, auch nicht mehr mit 30 cm Klingenlänge. Und nicht mal mehr mit 40 hin, das sind 43 cm. Übrigens auch eine Full-Tank-Konstruktion. Ja, Messerfreunde, das war meine Vorstellung der 20-Plus-Klingenmodelle, die in meiner Sammlung sind oder jetzt auch nur noch waren, denn einige Messer haben schon wieder neue Besitzer gefunden. Ich gebe ja immer wieder gerne meine Messer weiter. Ich habe nicht so viel Platz, um alle schönen Exemplare zu behalten. Ja, und so kommt das wieder in den Gear-Kreislauf zurück. Hier habe ich jetzt auch schon wieder drei neue Modelle inzwischen und noch ein paar andere, die ich euch später zeigen werde.
unter anderem dieses recht frühe 70er-Jahr-Modell von Herberts. War damals recht günstig, recht beliebt. Rostfrei steht drauf, war aber ziemlich rostanfällig, musste ich befreien vom Rost. Dann Raider Bowie Nachbau. Dazu weiß ich noch nicht viel. Da steht ein Leopard auf der Klinge. Kommt später auch noch mal ein kleines Review. Und dieses Messer habe ich auch letztes schon mal gezeigt. Ein Lepre, ja, Riesenmesser, eigentlich nur für Ausstellungszwecke, ein Hingucker, ein Eyecatcher. Nicht besonders tauglich für den täglichen Gebrauch, aber ein ultra cooles Teil, sage ich mal einfach. Jo. Das war's wieder mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis nächste Woche. Ciao, euer Jake.